Aufmarsch der Rechtsextremen auf den Maidan. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew haben tausende Sympathisanten der nationalistischen Gruppe Rechter Sektor gegen die Regierung demonstriert. Sie fordern unter anderem ein Misstrauensvotum gegen Präsident Poroschenko und kritisieren seine Untätigkeit im Konflikt im Osten des Landes. Dort hatte die Regierung Freiwilligenbataillone wie die des rechten Sektors für den Krieg gegen prorussische Rebellen ausgerüstet. Nun fordern die Nationalisten die Staatsmacht jedoch selbst heraus und kündigen auf dem Maidan ein neues Kapitel der ukrainischen Revolution an. Wir müssen unser Land beschützen. Wir wissen genau, dass es Menschen gibt, die hoffen, dass der rechte Sektor den Köder schluckt, den Putin und seine Truppen ausgeworfen haben. Aber das wird nicht passieren. Wir beweisen ihnen, dass wir eine disziplinierte, revolutionäre Armee sind. Der rechte Sektor ist ein Sammelbecken ukrainischer Nationalisten und war 2014 eine der treibenden Kräfte der Maidan-Revolution. Ihr Anführer Dmitri Jarosch fordert eine Entrussifizierung der Ukraine und macht keinen Hehl daraus, dass seine Loyalität gegenüber der Regierung begrenzt ist.